Ich mache jetzt die Lichter aus und lasse mich einfach hier noch mal ein bisschen alleine und wir sehen uns, ne? Ich weiß nicht, was da jetzt passiert, aber... Von einem Übeltäter. Kein Mensch, sondern einer Maus. Wir haben einfach eine Maus in diesem Haus gehabt. Beziehungsweise. Die ist immer noch hier drin. Die ist immer noch hier. Schau dich aus. By the way, mal dieses wunderschöne Zimmer. Das soll außerdem ein Blitz sein. Kann man das erkennen? Ja. Ich hoffe, das kann man erkennen. Nein. Ja, das erkennt man. Das erkennt man. Außerdem denkt ihr, man kann erkennen, welcher mein Platz ist und welcher Luis Platz ist. Welcher könnte dein Platz sein? Okay. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich habe diese ganze Mausgeschichte nicht so geglaubt. Aber vorsichtshalber mal zu einem Mausefallenladen gegangen und habe dann eine Mausefalle geholt. Und rate mal, wer sich den Fuß wehgetan hat und jetzt mit einem Auto rumgefahren werden muss. Das kannst du wirklich keinem erzählen hier. Wer ist sie? Wer ist diese Frau? Dann haben wir die Mausefalle aufgestellt. Freunde, angeblich haben wir eine Maus im Haus. Angeblich. Wir haben eine. So, wir machen jetzt ein Tellerboot rein. Mal schauen, ob wir die Maus fangen. Die ist auf jeden Fall hier in diesem Raum und traut sich halt gar nicht mehr raus. Soll das auch? Könnte auch schon direkt wieder hier sein. Moritz, lass es. Hier, so, wir warten einen Tag und mal gucken, ob da die Maus wirklich drin ist. So, Freunde, einen Tag später, mal gucken, ob da wirklich jetzt eine Maus drin ist. Ich wusste, dass sie keine scheiß Maus drin ist. Oder sie traut sich nicht raus. Spaß. Aber Freunde, damit Zoe nicht enttäuscht ist, sie kommt gleich. Ich würde sagen, ich habe da schon was bestellt. Jetzt kriegt sie ihre Maus. Okay, Freunde, der letzte Versuch. Wir checken ab, ob die Maus drin ist. Haben wir sie drin? Let's go. Schau nach. Ah, sie ist drin. Du Idiot. Ah, die Maus. Wir haben sie gefangen. Verhasst du die? Oh, wir haben sie! Gut! Gott sei Dank ist sie jetzt gefangen. Die Maus, die hier drin ist. Die Maus, die hier die ganze Zeit drin ist. Das ist nicht die richtige Maus! Ich habe ehrlich gesagt nicht geglaubt, dass hier überhaupt eine Maus ist. Das ist ja sowieso irgendwelche Gespenster hier. Aber meine Freunde, dann am nächsten Tag habe ich die Maus einfach selber gesehen. Und zwar in der Nacht. Hey, Zoe hat scheinbar doch nicht gelogen. Wir haben die Maus gerade gefunden. Aber sie war nicht mehr in diesem Raum, sondern woanders. Es war doch keine Lüge. Nein, Moritz, bitte. Können wir bitte gehen? Können wir bitte gehen? Ich hab's nicht geglaubt, auf einmal läuft die Maus hier komplett random. Da war sie. Komplett hier über dieses Ding hier drüber. Digga, die muss rauskommen. Einfach immer noch nicht reingegangen, Digga. Irgendwo muss die sein, ich check's nicht. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, ob die Maus gefunden wird. Ich werde die Hey-Maus finden und fangen. Werden dann nächste Woche euch Bescheid sagen. Apropos Mäuse, wir haben ja auch eine eigene Maus im Haus. Und zwar Flash. Ich wollte Flash zu einem Weltmeisterhund machen und bin mit ihm zur Weltmeister-Hundetraining gegangen. Das war so eine Trainingsanlage für Hunde. Und Flash hat es natürlich perfekt gemeistert. Nicht, er hat komplett verkackt. So, Freunde, wir sind jetzt auf unserem Trainingsplatz angekommen. Guckt euch das an, denkt ihr, Flash wird alles schaffen? Wer weiß. Flash, denkst du, du schaffst das hier alles? Bist du bereit, Flash? Oh mein Gott, er ist bereit. Wir fangen an mit unserem ersten Trick hier. Flash hoch. Wo ist er? Oh nein, jetzt pisst er da hinten. Und du sollst Weltmeister werden und nicht Weltmeister im Pissen. So, Flash, weiter geht's. Hoch mit dir. Ah, verkackt. Ja, los. Nein, war krass. Es ist noch ein langer Weg zum Weltmeister. Oh nein, Flash, was machst du? Was alles kaputt? Flash hat bis jetzt hier nur hingeschissen und hingekackt. Eine absolute Katastrophe. Er hat auf jeden Fall komplett reingeschissen im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat überall hingekackt. Er hat es gar nicht ernst genommen, das Training. Obwohl, irgendwann ab der Hälfte ging es dann sogar. Hat er richtig Gas gegeben und konnte auch richtig kranke Sachen machen, die man eigentlich gar nicht als ersten Training machen kann. Lauf. Wie kann man so süß aussehen? Wow. Denkst du, er traut sich, über diese Gitter zu gehen? Wow. Alter, was ist das hier, Digga? Eine Reitparcours. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir trainieren jetzt hier ein bisschen mit ihm. Und dann zeige ich euch gleich, was er geht. Oh, okay, gleich. Eins. Naja, das Training verlief dann schwerer als gedacht. Flash war ziemlich stur, denn er ist die ganze Zeit perfekt gesprungen. Und doch beim letzten ist er dann immer unten hergegangen, also drunter hergegangen. Ich check's nicht. Nein! Was macht Flash wieder? Der scheißt. Dieser Hund ist wirklich so eine Katastrophe. Und dann haben wir sie so niedrig gemacht, dass er nicht mehr drunter hergehen kann. Dass alle auf die unterste Stufe machen einfach. Und hopp! Die will er nicht. Warum macht er das beim letzten Mal? Doch dann, nach 100.000 Versuchen. Und hopp. Ja! Das ist endlich nach 100 Jahren geschafft. Wir sind nur eine Stunde als gedacht. Und dann war ein wahrer Weltmeister. Wird Flash die Wippe des Grauens schaffen, ist die Frage. Flash, komm. Das ist das Hey-Team, ja. Das geht schneller als der Blitz, viel größer als gedacht. Denn mit 130 Klicks dachte niemand, dass ich schaffe. Das ganze Team ist am Start. Er kommt nicht mehr raus aus der Röhre. Flash?
hä? Wie hast du das geschafft, hä? Okay, Freunde, jetzt gehen wir zum Hochsprung. Fangen wir an mit zwei Stangen. Hopp. Mit Leichtigkeit, mit Leichtigkeit. Das ist jetzt schon richtig rot, Digga. Los, 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 spring, spring, spring. Los, Mann. Hallo. Spring, spring, spring. Nee, 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 nee. Nein, Flash. Nein. Und hopp, hopp. Oh mein Gott. Flash wird auf jeden Fall ein Profi-Hund werden, da bin ich mir ganz sicher. Einen Tag sind wir doch spontan ins Phantasialand gefahren, weil wir dachten, keine Ahnung, wir haben irgendwie die Tickets günstig bekommen und sind einfach hergegangen. Ihr seht draußen, es ist ja nicht mehr so warm und es war überall so eine riesige Warteschlange, außer bei dieser einen Wasserbahn. Und wir haben halt gefragt, so, ey, wird man da so nass? Meinte hier jemand, nee, nee, da wird man jetzt nicht so nass werden. War auch relativ trocken, der Mann. Aber wir haben das Ganze irgendwie nicht so ganz glauben können. Warum sind die Leute hier so vorbereitet? Ich verstehe das nicht. Die werden doch nicht in die Nass, oder? Wir werden nicht nass oder so, oder? Nein, nein, also. Sie werden. Sehr. Ich kann es nicht lesen, Digga, was steht da? Bin aber jetzt schon nass. Arschwasser. Ich habe das Gefühl, wir sind irgendwie schlecht vorbereitet. Ihr müsst euch vorstellen, die Leute saßen da wirklich in kompletten Regenanzügen drin. Ey, da passiert ja nichts, ist ja nicht schlimm. Finde ich überhaupt nicht schlimm. Ja. Oh, okay, okay. Ah. Fahren wir hin, Digga. Oh nein! Ich bin doch nicht nass, oder? Ich bin doch nicht nass. Ich bin doch nicht nass, oder, Johannes? In solchen Momenten aber immer noch eine wunderschöne Helga-Dose mit dabei, Freunde. Helga, wie hast, warum hab ich die mit, Digga? Das wird doch nicht nass, oder? Nein. Wird das nass? Nein, nein. Oh mein Gott! Das wird doch nicht nass, oder? Das wird doch nicht nass. Das wird doch nicht nass hier, oder? Das wird hier doch nicht nass werden, oder? Also ich wüsste jetzt nicht, dass es irgendwie nass wird. Also ich bin mal wieder komplett nass geworden. Ich glaube, es ist schon mal vorbei. Jetzt, mehr kommt erst nicht. Naja, wir waren auch immer komplett nass und es war arschkalt, das war wirklich mega der Ausflug. Zu Hause angekommen, erwartete euch aber eine kleine Überraschung. Yeah! Freunde, ich habe mir was Neues für mein Schlafzimmer gekauft und zwar diese schwarze Box. Man denkt sich so, hä, was ist das denn? Darin soll nämlich ein Kino drin sein. Ich habe jetzt alles hingestellt, ich bin gespannt, ob das jetzt wirklich klappt. Wir drücken einfach mal. Okay. Noch sieht man irgendwie nichts, ich glaube, es ist einfach eine Verarsche gewesen irgendwie. Hä? Wo kommt das Kino? Oh, oh mein Gott! Von dem besten Kanal der Welt an, hey Mo. Junge, wie krank! Ey, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie groß es ist. Und zu dem Anlass habe ich mir was überlegt. Ich überrasche sie einfach mit einem Kinoabend, mit eigenem Kellner im Hey-Kino. Mit rotem Teppich, eigener Popcornmaschine. Wir kommen jetzt hier gleich jeden Moment durch die Tür und dann können wir hier zusammen romantisch einen Film genießen, den ich natürlich ausgesucht habe. Okay, seid ihr da? Johannes, bist du auch da? Wenn deine Schlange kommt, gehe ich gleich wieder. Okay, ihr könnt reinkommen. Willkommen! Willkommen, da steigt ab. Komm rein, ihr beiden Süßen. Das ist einfach nicht zum besten Film gekommen. Schießt die Tür hinter euch. Warum? Was passiert dir denn? Flash ist das Popcorn schon vom Boden. Da freuen wir uns. Wollt ihr ein Popcorn haben? Willkommen im Hey-Kino! What the fuck? Wow, setz dich mal nicht bequem auf den Bett im Hey-Kino. Ja. Obwohl das gerade etwas komisch ist, euch zusammen im Bett zu sehen. Ja, ja. Kuschelt euch ruhig ein bisschen nah. Nein. Leute. Warum machst du hier so eine Mauer? Habt ihr das Angebot schon gesehen? Heute im Angebot Hey-Gum für nur 999.69 €. Billig. Die haben wir alle Sorten. Welche wollt ihr haben? Gut, dann jetzt bitte 99.999 €, bitte. Leck mich. Das Kino war perfekt, aber vor jedem guten Film kommt natürlich ein bisschen Werbung. Jetzt kommt natürlich noch ein bisschen Werbung. Oh nein. Oh, was ist das denn? Leck. Oh, das war's, oder? Wie bitte? Du kennst die Marke Leopold. Das T-Shirt hier ist von Leopold. Leopold, sie braucht Leopold und Kuckuck. Wer den Zweikanal verfolgt, weiß, was diese Marke ist. Leopold und Kuckuck. Ja, und ey, das ist es. Wow, was ein toller Film. Wow. Dankeschön, dankeschön. Ich würde sagen, ich mache jetzt die Lichter aus und lasse mich einfach hier noch mal ein bisschen alleine und wir sehen uns, ne? Ja, ciao. Oh, ich weiß nicht, was da jetzt passiert, aber nein. Viel schneller ist der Blitz, viel größer als gedacht. Denn mit 130 Klicks dachte niemand, dass ich schaffe. Das ganze Team ist am Start. Das ist das Hate-Team, ja. 130 Klicks dachte niemand, dass ich schaffe. Niemand, dass ich schaffe. Das ist das Hate-Team, ja. Und wir wollen dem Hund das beibringen, aber du kannst es selber nicht. Los! Entzünde den Tornado! Flash ist das Popcorn schon vom Boden, da freuen wir uns. Sind das so Paparazzi-Fotografen hier im roten Teppich? Ja, Alter, eine Presse, so, ich würde sagen, jetzt.